Jakes, wir sind wieder mal pünktlich. Du bist immer zu spät. Ja, ja. Jemand eine Idee, warum uns der Coach so früh herbestellt hat? Was geht hier ab? Der Fahrstuhl? Nein. Was ist hier los? Ja. Yeah. Kapitän? Coach will euch beiden einen Haarschnitt verpassen. Was? Hey, ich kann nichts sehen. Alter. Guten Morgen, meine Herren. Die Zeit ist reif, dass ihr euch einem eurer größten Gegner stellt. Guten Morgen. Guter und früher Morgen. Ja, nicht der Typ. Meine Herren, das ist De Los Santos, der weltweit gefürchtetste Torwart. Das soll nicht heißen, Big Bo wäre das nicht. Aber Big Bo? Das ist De Los Santos? Der... Wie groß ist der denn? Der ist ein Riese. Santos ist unsere größte Hürde in den kommenden beiden Auswärtsspielen, die wir gegen Azul spielen werden. Ich freue mich schon, wie ihr ihn fertig machen werdet, Jungs. Ihr beiden müsst in Bestform sein, wenn ihr gegen diesen Typen Tore schießen wollt. Er ist schnell wie ein Blitz und verdeckt problemlos das ganze Tor. An die Arbeit! Um De Los Santos zu schlagen, müsst ihr zu 100% genau sein. Da habe ich keine Bedenken. Ich glaube, das wird ein Kinderspiel. Yeah! Halt den! Hoho! Bueno! Den Schönen und den Begabten kann man nicht stoppen! Ha! Das war ja total daneben, Shakes! Packt eure Taschen. Wir sehen uns morgen früh pünktlich am Flughafen. Kommt bitte nicht zu spät. Nach Mexico City hebt in 3 Minuten ab. Shakes und El Matador, bitte kommen Sie so schnell wie möglich zum Gate. Onkel! Ich wusste nicht, dass du auch kommst. Mexiko-Stadt hat eine reiche Geschichte. Ich wollte dir noch dieses Buch geben. Es ist ein faszinierender Bericht über... Geht. Es ist schon in Ordnung. Geht ruhig. Mach's gut, Onkel. Danke für das Buch. Seh dir an, wie wir Azul schlagen. Rasta, wieso sind Azul so gute Fußballspieler? Man sagt, ihre Vorfahren, die Azteken, hätten sich Fußball ausgedacht. Es heißt, sie wären die Erfinder dieser Sportart. Wow. Aber warum ist Santos so gut? Er hat seine letzten 9 Spiele zu 0 gespielt. Das weiß niemand. Die Azul reden nicht viel über ihre Geschichte. Jetzt solltest du dich aber ausruhen, Mann. Du wirst deine ganze Kraft brauchen, wenn du es mit Santos aufnehmen willst. Die Azteken waren für ihre unglaublichen Erfindungen und Konstruktionen bekannt. Wow! Als dieses Buch geschrieben wurde, lebten noch Menschen in der alten Aztekenstadt. Quetzalcoatl? Aber heute wird sie die vergessene Stadt genannt. Mann, das würde ich mir wirklich sehr gerne mal anschauen. Es ist Spieltag und das Stadion ist bis auf den letzten Platz ausverkauft! Die Super Strikers hatten 3 Tage Zeit, sich vorzubereiten auf die Spiele gegen Azul! Hey, Shakes. Ja? Ich glaube nicht, dass es so einfach sein wird, De Los Santos auszunocken. Da könntest du recht haben. Mal sehen, ob die Super Strikers nicht doch ein frühes Tor machen. Glaube ich nicht bei dem Riesen im Tor.
Twisting Tiger und Cool Joe stürmen mit ihrem Kapitän Richtung Tor. Dancing Rasta arbeitet sich in Richtung Mittelfeld vor. So leicht lassen die Azul-Spieler die Super Strikers aber nicht durch ihre Abwehrreihe. Tolle Fußarbeit vom Kapitän. Dancing Rasta lässt nicht zu, dass die Heimelf das Spiel dominiert. El Matador steht völlig frei. Und Dancing Rasta hat ihn entdeckt. Wow, perfekter Pass. Shakes jagt los. Und bleibt am Ball. Wie bei David gegen Goliath. Er macht ihn rein. Er zielt auf den Pfosten. Ich hoffe mal, Shakes dachte nicht, dass es so einfach wird. Santos ist der Beste in der Super League. Seit Monaten hält er jeden Ball. Der Hammer! Er wirft den Ball fast bis zu Big Bo. Und hier kommt Azuls starke Angriffsformation. Danke, Mr. Santos. Schnell wie der Blitz. Aber Moment mal. Nicht mal Big Bows Reichweite kommt an die von Santos ran. Und damit steht es 1:0 für Azul. Das wird ein Eckstoß für die Super Strikers. Cool Joe schießt ihn hoch in den Strafraum. El Matador nimmt ihn perfekt. Ohoho, und der Riese hat ihn. Shakes hat Glück, dass er dafür keine Karte sieht. Ich wette, das hat dir sicher mehr wehgetan als mir. Danke, bin gleich soweit. Komm schon, hoch mit dir. Azul gewinnen das erste Spiel mit 1:0. Zumindest haben wir es versucht. Du hast gut gespielt, Shakes. Das war beeindruckend. Wieso bist du so gut? Ich bin Azteke. Das Spiel liegt mir im Blut. Bis zum nächsten Mal. Die Super Strikers müssen beim nächsten Spiel den Ball irgendwie an Santos vorbeikriegen. Sonst wird das eine traurige Fahrt nach Hause. Mhm. Santos ist so groß wie ein Berg und schnell wie ein Rennauto. Wie sollen wir den schlagen? Irgendwie muss es gehen. Davon gehe ich aus. Ihr beiden habt hart gekämpft, aber nicht hart genug. Um zu gewinnen, brauchen wir Tore. Für Tore müssen wir zusammen Santos Schwachstelle finden. Und wenn er keine hat? Ich sage, jeder Mensch hat Schwächen. Was tun wir, wenn wir seine Achillesferse nicht finden? Ich kenne niemanden, der Achilles heißt. Oder was hat das mit der Ferse zu tun? Aber wir müssen seine Schwachstelle finden. Sonst verlieren wir auch die zweite Runde. Nicht möglich. Santos ist aus Quetzelquatzel? Er ist Achilles, dann Quetzelquatzel? Shakes, ist alles okay bei dir? Du redest Unsinn. Quetzelquatzel? Da stand was im Buch meines Onkels. Santos! Bist du wirklich aus Quetzelquatzel? Man sagt dazu aus gutem Grund die vergessene Stadt. Aber warum? Weil niemand mehr weiß, wie man da hinkommt. Aber... Bleib weg von dort, Shakes. Sieht so aus, als würde er nicht wollen, dass wir dorthin gehen. Bücher? Vergessen nicht. Denkst du, was ich denke? Dass dieser Achilles in der vergessenen Stadt lebt und uns Santos Schwächen verrät? Na dran. Los geht's. Auf zum Geburtsort des Fußballs. Wir lassen Coach nicht im Stich. Hey! Eine Menge Kühe mit großen Ohren. Das sind Esel. Muh. Entschuldigung, ist das die vergessene Stadt? Er hat gesagt, ist das die vergessene Stadt? Ich erinnere mich nicht.
Entschuldigung? Sir, wir sind ziemlich weit gefahren und suchen die vergessene Stadt. Und wir suchen die Wurzeln des Fußballs. Wir sind die Super Strikers und... Super Strikers? Hier? In meiner Bar? Wir sind die Super Strikers. Wir wollen eure Fußballgeheimnisse lernen. Damit wir eine größere Chance gegen Azul haben. Und wenn ihr die Super Strikers wärt, warum sollte ich euch helfen? Okay, dann gehen wir eben. Echt jetzt? Nein. Was ist mit Senor Achilles? Wartet! Es wird Ihnen nicht helfen, wenn wir es Ihnen zeigen. Wir reden hier von De Los Santos. Der Mann ist unschlagbar. Ich mache mit euch eine Tour durch die vergessene Stadt. Gegen eines eurer Trikots. Mein Trikot? Folgt mir. In meiner Bar stelle ich alles aus, was ich von der Super League kriegen kann. Alle Club-Trikots der Super League. Technicali, Nakama, Palmentieri. Mit euren Trikots wird meine Sammlung endlich komplett sein. Wir haben einen Deal. Hey, mein Trikot willst du nicht? Mir nach. Wo gehen wir hin? Hier entlang. Wir sind fast da. Wow! Wow! Hier, meine Herren, nahm Fußball seinen Anfang. Aber was hat das alles mit Santos zu tun? Die größte Fußballerfindung der Azteken. Während Santos' Freunde damals versuchten, die Maschine zu schlagen und so perfekte Stürmer zu werden, studierte er jede ihrer Bewegungen. Manche sagen, er wäre besser als die Maschine. Finden wir die Schwachstelle der Maschine, dann finden wir die von Santos. Dürfen wir? Ihr könnt es versuchen, aber ihr vergeudet eure Zeit. Danke, Muchacho. Wir haben alles versucht. Ich glaube, ich hab's. Haha! Und jetzt links! Ich glaube, Santos kann sich auf etwas gefasst machen. Was ist denn? Senor Achilles haben wir aber nicht gefunden. Sie scheinen sich Ihrer Sache sicher. Ich habe Ihnen erklärt, Santos ist besser als die Maschine. Sie müssen es auf die harte Tour lernen. Es ist wieder Spieltag und wir zeigen euch das Rückspiel der Super Strikers gegen The Azul. Wir geben ab an Banzett live auf dem Spielfeld. Danke, Rob. El Matador, wie habt Shakes und du euch auf das Spiel vorbereitet, nachdem ihr das letzte Mal so klar verloren habt? Das wirst du dann gleich sehen, mein Freund. Viva los Super Strikers! Mr. Santos, eine kurze Frage. Denken Sie, dass Azul heute wieder gewinnen wird? Die Super Strikers sind gut, aber nicht gut genug. Da habt ihr es, Leute. Genießt das Spiel. Und wieder ein ausgeglichenes Spiel im Mittelfeld. Aber schaffen es die Strikers heute auch, Tore zu schießen? Ho, schaut euch das Dribbling an! Zurück zu Dancing Master! Cool Joe geht links steil!
ganz geschmeidig grooven. El Matador läuft sich frei. Welches Ass hat El Matador im Ärmel? Jetzt muss er nur noch an einem vorbei. Und zwar an dem Unschlagbaren. Oh, nicht sehr originell, El Matador. Das wird ein langes Spiel für die Strikers, wenn sie nur das zu bieten haben. Er musste sich nicht einmal bewegen. Das wird ihn in Sicherheit wiegen. Jetzt zielen wir auf die oberen Ecken. Das kam überraschend für Azul. Eine Menge One-Touch-Pässe von den Strikers im Mittelfeld. Santos ist für alles bereit, was die Super Strikers zu bieten haben. Shakes spielt sich frei. Shakes darf jetzt keine Fehler machen, wenn er von dort aus schießen will. Vergiss es. Sieht aus, als würde der reingehen. Wow! Wahnsinnstor von Strikers bestem Torschützen! Shakes hat diese kleine Lücke wie ein riesiges Loch aussehen lassen. Ein Hammertreffer! Okay, ein Tor, Shakes, aber kein zweites. Versuch's nochmal und ich verspreche dir, du triffst nicht. Jetzt halten wir die Führung, dann gehen wir nach Hause. Beide Teams werfen alles in die Waagschale. Aber keiner von ihnen gibt nach. Das war die erste Halbzeit. Wir sind wieder zurück. Der Ball streckt sich so weit er kann. Tolle Parade, aber er kommt nicht mehr dran. Tor für Azul! Das ist der Ausgleich. Viel Zeit ist nicht mehr übrig. Wenn die Super Strikers sich ihre Punkte holen wollen, müssen sie sich beeilen. Shakes ist bereit für den nächsten Schuss. Er geht rein! Er hat ihn gehalten! Ich hab's dir doch gesagt. Kein zweites Tor. Shakes, ich kann das einfach nicht glauben. Hast du wirklich nur für dieses eine Tor trainiert? Coach, der Typ ist überall. Es geht nicht darum, was du auf dem Platz oder beim Training lernst. Es geht auch darum, was du bei deinem Ausflug gelernt hast. Wir müssen zu zweit sein. Nicht mehr viel Zeit, Super Strikers! Super Tackling, Alter! El Matador, triff den Pfosten! Schieß auf den Pfosten! Du spinnst wohl! Wir müssen das Tor treffen, nicht den Pfosten! Vertrau mir, tu es! Wehe, das klappt nicht, Shakes! Sieht aus, als hätten Shakes und El Matador wohl einen Plan. Oder so ähnlich. Die Zeit rast! Die Strikers versuchen es anscheinend nochmal! Cool Joe zu El Matador. El Matador behält den Ball. Er schießt. Trifft den Pfosten. Er hat den Pfosten getroffen. Wie ist das möglich? Wie stehen die Chancen, dass Shakes ihn verwandelt? Tor! Die Super Strikers gewinnen mit 2:1. Was für ein unglaubliches Tor von El Matador und Shakes. Ich wette, das hast du vorher noch nicht trainiert. Wie bist du denn darauf gekommen, hä? Ich habe von den Azteken gelernt, erfinderisch zu sein. Ich habe es dir gesagt. Wir sollten sie nicht rumführen. Ich habe das Spiel im Fernsehen gesehen, Shakes. Wirklich klasse. Danke für das Buch. Ha, als hättest du Zeit zum Lesen gehabt bei eurem vollen Zeitplan. Schade eigentlich. Vielleicht hast du beim nächsten Mal mehr Zeit, dich mit der Geschichte Mexikos zu beschäftigen. Onkel!
Vergiss es, du würdest mir das sowieso nicht abkaufen. Ich kann es kaum erwarten, gegen Don Eldo zu spielen. Ich habe gehört, dass er schon fast eine Legende ist. Es scheint, Club Palmentieri ist doch immer kurz davor, den nächsten Edwin zu finden. Edwin? Wer ist Edwin? Du bist einfach zu jung. Er war einer der besten Spieler auf der Welt. Und dann, eines Tages, verschwand er einfach. Was meinst du damit? Er verschwand. Ich war noch ein Kind, als das passierte. Es war das Super League-Finale. Für Club Palmentieri stand es 0-3. Doch dann schoss Palme 3 Tore und sie schafften zum Spielende 3-3 Gleichstand. Also kam es zum Elfmeterschießen. Und dann stand es 5-4 für Azul. Edwin war der letzte Elfmeterschütze für Palma. Auf ihm ruhten nun alle Hoffnungen. Auf diesen Schuss lastet ein Riesendruck! Aber er ging daneben. Oh! Manche sagen, er zerbrach unter dem Druck. Seine 3 Tore während des Spiels waren wohl nicht ausreichend. Danach ist er für immer verschwunden. Vom Helden zur Null. Don Eldo sagt, er macht die Super Strikers fertig auf die Palmentieri Art. Was meint er? Ah, das ist ihre Art, jedes Spiel anzugehen. Rasend schnell und flink, zielgerichtet wie Katze, nicht wahr? Sehr geschmeidig. So wie ich mit den Ladies, du weißt schon. Aber Don sagt, er wäre der beste Spieler, den die Welt je gesehen hat. Ha, da haben wir auch noch ein Wörtchen mitzureden. Also gut, Jungs. Macht euch bereit für eure erste Begegnung mit Palme. Nee, Mami, ich hab die Buletten wirklich nicht gegessen. Hä? Was? Zeit für ein kleines Freundschaftsspiel am Strand. Wow! Schaut mal, die ganzen Leute. Die Super Strikers werden ihr blaues Wunder erleben. Du denkst wohl, du bist der nächste Edwin. Hä? Vergiss es. Vergleich mich niemals mit diesem Loser. Er hat sein Team und seine Fans im Stich gelassen. Man ist immer nur so gut wie im letzten Spiel. Denk daran, wenn du dieses Spiel verlierst. Vergiss es, Mann. Heb's dir für das Spiel auf. Heute haben wir vor euch ein interessantes Freundschaftsspiel. Super Strikers gegen die berühmten Palmentieri am Strand. Kommen die Super Strikers gegen die Palmentieri Art an? Wenn der Platz aus Sand ist, schauen wir es uns an. Die Strikers machen den Anfang. Cool Joe macht seine Sache ganz gut. Verpiss dich. Nicht einfach, den Ball im Sand zu kontrollieren. Und schon kommt der Gegenangriff. Palme spielt so flüssig, so rasant im Sand. So einwandfrei. Die Super Strikers können einfach nicht mithalten. Sieht so aus, als müssten sie Sand fressen. Ich frage mich, ob sie auch gerne Gras probieren wollen. Twisting Tiger kann ihm nicht folgen. Wenigstens ist heute ein Super Striker wach. Ganz offensichtlich haben die Super Strikers nicht den Hauch einer Chance gegen Palme. Weiter Einwurf von Big Bo. Hast du Probleme im Sand zu tanzen, Dancing Roster? Oho! Achte auf diese alten Tricks, Shakes. Es ist noch nicht vorbei, Jungs. Da
Das Spiel könnt ihr nicht mehr retten, aber vielleicht euren Stolz. Wir sehen uns beim richtigen Spiel, Shakes. Wow, sowas habe ich noch nie gesehen. Wie sollen wir beim richtigen Spiel gegen sie gewinnen? Wir haben 3 Tage Zeit, um uns auf das Spiel vorzubereiten. Wie sollen wir ein Rezept gegen Palmentieri finden in nur 3 Tagen? Ja, wie sollen wir ein Rezept gegen Palmentieri finden? Wir finden eine Lösung. Für den Anfang habe ich uns die beste Trainingseinrichtung in Rio organisiert. Dort fangen wir an. Bis dahin habt ihr heute Abend erstmal frei. Jakes! Hä? Hast du keinen Spaß? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie wir gegen Palma ankommen sollen. Jedes Mal, wenn wir etwas versuchen wollten, waren sie einfach viel schneller. Macht euch nicht verrückt. Lasst uns ein bisschen Spaß haben. Hey! Stopp! Du brauchst meine Hilfe. Deine Hilfe? Und ich brauche deine. Bei was? Komm einfach mit mir mit und du wirst es sehen. Wohin gehen wir? Wir sind fast da. Hi, Dad. Ich bin zu Hause. Er hat es für Palmentieri vermasselt. Für Palmentieri vermasselt. Für Palmentieri vermasselt. Hallo, Prinzessin. Oh, Edwin? Ich bin Luisa. Das ist mein Vater, Edwin. Dad, das ist Shakes von den Superstrikers. Sie brauchen deine Hilfe. Niemals. Ich kann nicht. Die Fußballwelt vermisst dich, auch wenn du es nicht glaubst. Du verschwendest deine Zeit. Du solltest gehen. Aber Dad, du kannst doch nicht den Rest deines Lebens hier sitzen und dir das immer und immer wieder anzauen. Es tut mir leid. Wir brauchen deine Unterstützung für das Spiel gegen Palmentieri. Da draußen warten 11 Typen auf deine Hilfe. Und wir alle sind bereit, hart zu arbeiten, wenn du uns die Palme abzeigst. Warte. 2 Bedingungen. Du hilfst uns? Erstens, absolute Entschlossenheit. Okay, klar. Was zweitens? Wenn ihr verliert, darf niemand erfahren, dass ich die Superstrikers trainiert habe. Geh und sag dem Team, sie sollen ihre Taschen packen und sich auf das härteste Training ihres Lebens gefasst machen. Wow, schau dir das an. Es ist alles neu. Es ist fast so beeindruckend wie... Guten Morgen, Strikers. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Wow, das ist ein schönes Studio, Coach. Es ist schön, nicht wahr, Jungs? Ja! Yeah. Yeah. Oh ja! Abgefahren! Schön, dass es euch gefällt. Aber wir trainieren nicht hier. Was? Wo dann, Coach? Im Amazonas-Dschungel. Ja. Yeah. Yeah. Yeah, was? Echt? Wow! Wow! Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich vermisse meine Gewichte. Was tun wir hier? Hier werden wir doch überhaupt nichts lernen können. Das ist der beste Ort, um sich auf die vorliegende Aufgabe zu konzentrieren. Die Palmeart hat etwas mit Überleben und Instinkt zu tun. Als ich noch trainierte, gab es keine schicken Geräte. An diesem Ort könnt ihr die Fähigkeiten testen, von denen ihr nicht einmal wusstet, dass ihr sie habt. Hier werden wir die Skills perfektionieren, die ihr gegen Palmentieri braucht. Genau hier hat Palme seine 3 herausragenden Stärken trainiert. Geschwindigkeit, Beweglichkeit und Balance. Okay, Jungs. Stellt euch in einer Reihe auf und hört zu. Ei, Karumba! Nicht schon wieder Sand. Das ist nicht irgendein Sand. Das ist Treibsand. Hä?
Um eure Geschwindigkeit zu steigern, müsst ihr mit dem Ball auf die andere Seite rennen. Ist das sein Ernst? Shakes, du zuerst. Ich? Ja, Mann. Ich glaube, er meint es ernst, Brother. Das ist cool. Du nimmst es auf die leichte Schulter. Als nächstes, Beweglichkeit. Dieser Hindernisparcours führt euch durch den Dschungel und über den Fluss. Ihr müsst von einem Punkt zum nächsten kommen und dafür nur die Steine und Lianen benutzen, die ihr auf dem Weg findet. Du, El Matador, du bist der Erste bei der nächsten Übung. Ich? Du musst auf dem schwimmenden Stamm balancieren und den Ball darauf kontrollieren. Hey, schaut mal! Ich schaff es! Ich schaff es! Oh, 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 oh! Hey, wenn man die Augen schließt, kann man sich vorstellen, dass wir gar nicht in diesem Dschungel sind, sondern in einer paradiesischen Oase. Oh, und keine komischen Viecher an deinem Bein vorbeischwimmen. Das ist der Amazonas, meine Herren. Hier überlebt nur, wer sich anpassen kann. Hör, härter. Schneller, länger. Ihr habt es alle gut gemacht. Ich bin stolz auf euch. Das ist kein einfaches Training. Wofür ist das Zeug? Behalte den Rest. Voilà, inkognito. Machst du Witze? Du brauchst keine Verkleidung. Wir gewinnen. Ah, aber ihr habt noch nicht gewonnen. Und außerdem kommen Luisa und ich zusammen mit euch allen ins Stadion. Super League Spieltag! Die Fans strömen herein, um ein Spiel zu sehen. Das verspricht ein weiterer epischer Super League-Kampf zu werden. Ach was? Super Strikers haben keine Chance gegen Palme. Donaldo ist so süß. Niemals. Ich finde, Shakes ist viel attraktiver. Ich hätte wetten können, dass ihr längst nach Hause zu Mami geflüchtet seid aus Angst vor uns. Dann hätten wir verpasst, dir zu beweisen, dass du nicht Edwin bist. Niemals. Was genau willst du damit sagen? Sagen wir mal, wir haben hart trainiert seit unserem letzten Treffen. Ich bedauere nur, dass du heute keinen Sand fressen wirst. Also, wen möchtest du gewinnen sehen? Dad? Das beste Team. Die Frage, die jeden beschäftigt. Haben die Super Strikers einen Weg gefunden, gegen Club Palmentieri zu bestehen? Hoffen wir für sie, dass sich das Freundschaftsspiel vom Strand nicht wiederholt. Yep, dieses Spiel wird sicher genauso freundschaftlich. Trotz der Gerüchte, sie hätten heimlich für dieses Spiel trainiert, sieht es so aus, als würden die Super Strikers mit dem zurückschlagen, was sie drauf haben. Cool. Bisher klappt es. Nicht cool. Aber für wie lange? Gefährlicher Pass.
Der Ball springt Shakes einfach davon. Erfolgreiche Abwehr von Palme. Bisher können sie mit Palme nicht Schild halten. Mit ihren langen Bällen werden sie heute nicht weit kommen. Und da ist das berühmte Kurzpassspiel von Parmentieri. Ha! Jetzt reicht's. Dancing Roster gibt Gas. Wenn du irgendwas auf dem Strand gelernt hast, Roster, wird es jetzt Zeit, das anzuwenden. Es wird gefährlich für die Super Strikers. Abwehr! Nein! Tor für Palme! Bei Don Aldo sah das sehr einfach aus. Wisst ihr noch, was wir mit Edwin ausgemacht haben? Los jetzt! Absolute Entschlossenheit! Wir haben vom besten Spieler aller Zeiten gelernt. Erinnert euch an die Dschungel-Moves. Kämpft auf Super Striker-Art mit euren Herzen. Super Strikers! Mal sehen, ob der zweite Versuch des Kapitäns erfolgreicher sein wird als sein erster. Cool Joe kann jetzt seine Geschwindigkeit besser einsetzen. Cool Joe zu Twisting Tiger. Oh, neben Tiger sehen die Palmentieri wie festgeklebt aus. Währenddessen hat Cool Joe seinen Bewacher abgeschüttelt. Shakes hat den Ball. Er geht rein. Nein! Shakes schießt ihn gezielt in die linke Ecke. Tor! Was für ein Tor von den Super Strikers! Das Team wirkt wie ausgewechselt. Glaubst du wirklich, er geht zurück auf seine Couch, wenn wir verlieren? Wer sagt, dass wir verlieren? Meine Herren, es wäre eine große Schande, euch nicht mehr länger zu sehen. Deswegen wollte ich mich schon mal von euch verabschieden. Ihr spielt alle sehr gut und gehört zu den Besten, mit denen ich jemals gearbeitet habe. Ich habe unsere gemeinsame Zeit sehr genossen. Danke, dass ihr an mich geglaubt habt. Ich werde stolz auf euch sein, ob ihr gewinnt oder verliert. Das nennt ihr verabschieden? Edwin, auf drei! Eins, zwei, drei, Edwin! Wir werden die drei Punkte nach Strikerland mitnehmen. Haha, ich denke nicht. Ich zeige der ganzen Welt, weshalb ich besser als Edwin bin. Die jungen Spieler hatten wohl etwas zu besprechen. Hohoho, ich wüsste zu gern, was da unten gesagt wurde. Bisher haben die Palmentieris definitiv mehr vom Spiel. Pluspunkt an Super Strikers. Sie geben einfach nicht auf. Don Aldo will das beenden. Aber irgendwas sagt mir, dass die Strikers gerade ihren Rhythmus finden. Ey, Matador! Oh! Zeit für dein Tor. Hey! Wann immer du soweit bist, El Matador. Ja, die Uhr tickt. Das war stark. Wunderschön. Die Frage ist, können Palme gegen Super Strikers über ein Unentschieden hinauskommen? Hey, das Blatt hat sich anscheinend gewendet. Cool Joe kämpft sich frei und Shakes versucht sich freizulaufen. Treibsand. Ich muss bereit sein für Cool Joes Flanke. Der ist für dich, Edwin. Wow. Hä? Unglaubliches Tor von dem jungen Star der Strikers. Mac? Strikers haben gewonnen. Die Punkte gehen zurück nach Strikerland. Oh yeah, baby. Shakes, das ist dein Sieg. Du hast Edwin gefunden und ihn überredet, dem Team zu helfen und sich selbst. Gut gemacht, Kumpel. Super Strikers. Hey, ist das? Das ist Edwin. Hey, es ist Edwin. Er ist zurück. Bist du Edwin? Du bist Edwin. Siehst du das? Niemand erinnert sich an den verschossenen Elfmeter. Ich hole die drei Punkte zurück. Nächstes Mal. Hey, Donny. Ich kenne jemanden, der dir dabei helfen kann.
Es dauert ein Leben lang, bis man zur Legende wird, Alter. Oh, ich muss los. Muss ein bisschen feiern gehen mit so einem Typen namens Edwin. Vielleicht hast du von ihm gehört. Rasta, sieh dir das an. Edwin kommt aus seinem Versteck, um den Super Strikers zu helfen. Und ich denke, wir haben ihm auch geholfen. Gut gemacht, Shakes. Haha, wirklich gut. Einer für dich und einer für dich. Nimm den! Huh, huh. Komm schon, schneller, schneller, schneller! Okay, Super Strikers, das reicht für heute. Räumt zusammen. Bald stehen wir unseren Erzrivalen gegenüber. Invincible United. Ihr könnt mir gern glauben, Wentz und Scarra werden vor gar nichts Halt machen, um unsere Strategie herauszufinden. Deswegen werden wir uns für dieses Spiel hier unten im geheimen Trainingslager vorbereiten. Und wir haben die Sicherheitsmaßnahmen sogar noch erhöht. Wow! Kapitän, du zuerst. Danke, Coach. Wofür ist das? Hat er gewonnen? Es ist eine neue Sicherheitskarte für das geheime Trainingslager. Ihr werdet die ab jetzt immer brauchen, um reinzukommen. Keine Ausnahmen. Danke, Coach. Ihr dürft diese Karte unter keinen Umständen aus den Augen lassen. Wenn ihr sie verliert, nun, wir wollen uns nicht einmal vorstellen, was dann passiert, okay? Danke, Coach. Beschützt sie mit eurem Leben. Ich nehme sie überall mit hin. Was für eine Ehre. Ich verspreche, ich werde sie immer... Warte, wo hab ich sie nur hin? Wo ist meine Karte hin? Ich hab sie dir doch noch gar nicht gegeben. Oh, das stimmt wohl. Aha! Oh! Spieltag im Strikerland! Heute werden Ninja und Cosmos auf die Probe gestellt. Das stimmt, Mac. Super Strikers sind in Topform. Hey! Scarra? Von Invincible United? Hä? Ich bin's, Cat. Erinnerst du dich? Ich bin ein Riesenfan. Ja, Cat. Lang nicht gesehen. Yep. Kann ich ein Autogramm haben? Sicher. Ich bin wieder brav und anständig, weißt du? Bin keine Fassadenkletterin mehr. Fassadenkletterin? Wirklich schade. Du warst wirklich gut. Hey, hier ist meine Nummer. Du solltest mich mal anrufen. Ja, ja, ja. Danke. Muss los. Man sieht sich. Oder auch nicht. Super Strikers haben sich heute hervorragend aufgestellt. Sieht so aus, als wären sie in Bestform. So kann es für sie weitergehen. Tiger! Oh, da sieht Bolo ziemlich alt aus. Sieht so aus, als wäre hier Endstation für Twisting Tiger. Nicht so voreilig. Was haben wir denn da? Was für eine Ballkontrolle des Mittelfeldspielers. Er spielt Ninja ganz schwindelig. Twisting Tiger zu Cool Joe? Nur noch ein Verteidiger zu schlagen! Zu Shakes! Was für ein Tor von Shakes! Und jetzt steht es 1-0 für die Strikers! Was auch immer die Super Strikers beim Training machen, es zahlt sich auf dem Feld aus! Das ist das letzte Spiel der Super Strikers, bevor sie gegen uns antreten. Ich hoffe, du schaust genau zu. Hm. Er rennt im Slalom an ihnen vorbei! Hier gibt's wohl keinen Ausweg.
Unglaublicher Move von Dancing Rasta! Super Strikers überraschen Kosmos immer wieder! Bolo sollte sich etwas Popcorn besorgen und die Show genießen. Er lässt Cool Joe kurz vor dem Strafraum ungedeckt. Geschossen wie eine Rakete. Das hat der Torwart nicht kommen sehen. Die Sterne stehen heute für Kosmos wohl nicht so gut. Sie machen Kosmos fertig. Aber wie? Die Antwort finden wir in Ihrem geheimen Trainingslager. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Es muss einen guten Grund dafür geben. Ganz genau. Der Plan ist klar. Wir müssen ins Trainingslager. Die Frage ist also, wie kommen wir da rein? Wir brauchen eine dieser Sicherheitskarten. Irgendwelche Ideen? Nein. Ja. Die Trainingslager der Super Strikers und Invincible United sind aktuell top secret. Träume werden platzen, denn nur ein Team kann gewinnen und das andere wird verlieren. Sie treten gegen ihren größten Feind an, das Team, das... In einfachen Worten, zur Sonne zu fliegen ist einfacher, als die Super Strikers zu schlagen. Aber wenn es ein Team gibt, das das schaffen kann, dann ist es Invincible United. Ich freue mich total auf Invincible United. Wir werden sie einfach weghauen. Ruht euch aus, heute Nacht. Wir treffen uns im geheimen Trainingslager morgen früh. Ihr solltet nicht zu spät kommen. Dann wollen wir doch mal sehen, was der Coach für uns vorbereitet hat. Ich bin schon echt gespannt. Hallo? Scarer hier. Scarer? Hol deinen Kletteranzug aus dem Keller. Kein Interesse. Hör mal. Du könntest mit Typen der Super League abhängen. Nicht Top-Super League-Spieler. Aber Super League. Aber wenn du keine Lust hast... Doch. Warum nicht? Man kann den Abend auch langweiliger verbringen. Ich hatte noch diese VIP-Karte, als ich aus dem Haus ging. Hey, hey, aber hallo. Und wie geht's der schönsten aller Frauen? Nicht so gut. Ich fürchte, ich habe meine VIP-Karte verloren. Du hast Glück, dass du mich getroffen hast. Also, du bist einer von den Super Strikers? Live und in Farbe. Wow. Ist Shakes auch hier? Der Coach hat ihn an ein anderes Team verkauft. Wirklich? Nee, er ist da drüben. Hab dich. Hast du Lust zu tanzen? Ja, schon. Aber ich bin kein guter Tänzer. Ach, komm schon. Shakes, ich bin gleich wieder da. Geh nicht weg. Kinderspiel. Super. Jetzt haben wir Zugang zum Trainingslager. Lass dich nicht erwischen. Und vergiss nicht deinen Sender im Ohr. Und vergiss nicht, dass... Vergiss deinen Sender im Ohr nicht. Ich weiß nicht einmal, warum ich das tue. Für den. Eigentlich mochte ich den Typen doch noch nie. Planänderung. Thank you.
Gut gemacht. Und jetzt raus da. Genießt die Show. Perfekt. Was ist das? Ihr werdet live auf Strikers TV gesendet. Aber eure Gegner sehen nur, was ihr sie sehen lassen wollt. Interessant. Hola, mi amigos. Love is in the air. Jetzt nicht mehr. Ey, Matador! Warte! Ich habe meine Sicherheitskarte verloren. Eieieiei! Okay, Leute, konzentriert euch! Super Schuss-Shakes. Olé! Invincible United, macht euch auf einiges gefasst. Gib mal her. So genial. Wie? Du hast sie schon verloren? Ich weiß auch nicht. Vielleicht habe ich sie zu Hause vergessen. Du solltest sie lieber finden, bevor der Coach das mitbekommt. Shakes! Vielleicht gehe ich jetzt lieber, so als hätte ich dich noch nie gesehen. Komm mal mit. Was hast du gestern um Mitternacht hier gemacht? Mitternacht? Ich war im Bett, hab geschlafen. Okay, aber wer benutzte deine Sicherheitskarte? Das hatte ich befürchtet. Invincible United spioniert uns aus. Wenn du herausfindest, wie du das wieder hinbekommst, komm zu mir. Ihr werdet live auf Strikers TV gesendet, aber eure Gegner sehen nur, was ihr sie sehen lassen wollt. Coach! Das ist gut. Wie viele sind es? Ich habe 12 verschiedene Zeichen. Für Shakes. Und im Spiel werden wir ihn fertig machen. Ganz egal, was sie versuchen. Spieltag im Strikerland und es wird das Zusammentreffen zweier erbitterter Super League-Rivalen. Der kleinste Vorteil auf der einen oder anderen Seite könnte spielentscheidend sein. Schau mal, was die kleine Katze heute anhat. Sie versucht sich wohl in der Menge zu verstecken. Vielleicht hat sie sich ein Souvenir aus dem geheimen Trainingslager mitgenommen. Unabhängig davon, was sie wissen, konzentriert euch und kämpft hart. Hoffentlich klappt es, Leute. Es wird klappen. Auf 3, 1, 2, 3, Super Strikers! Die Strikers sind in Ballbesitz.
Dancing Rasta auf dem Weg Richtung Tor. Es ist überraschend, dass Invincible heute so defensiv spielt. Bleib an ihm dran und pass auf, er geht gleich nach links. Rasta zu Shakes. Ausgezeichnet vorausgesehen von der Abwehr. Die Strikers müssen hier einiges einstecken. Wie ein Uhrwerk. Egal wohin Shakes geht, er wird gedeckt. Es scheint, als ob Invincible United seine Gedanken lesen kann. Ich hoffe, Cosmos macht sich Notizen. Yep, United scheinen jeden Schritt der Strikers zu kennen. Oh, Shakes bekommt Gesellschaft. Eine ziemlich große Gesellschaft. Das da ist ein ganzer Fanclub. Shakes hat keine Chance gegen diesen Fanclub. Veräppeln die Super Strikers United? Oder sind sie wirklich so schlecht? Invincible United greifen jetzt über die linke Seite an. Glanzparade von Big Bow! Träum weiter. Das war die erste Halbzeit. Wenn sich Invincible nicht so hinten reingestellt hätte, hätten sie hier vielleicht sogar in Führung gehen können. Wir melden uns nach den Nachrichten mit dem Halbzeitbericht zurück. Ich muss mal dringend wohin. Aus dem Weg! Deren Strategie zu kennen, bringt uns nichts, wenn ihr kein Tor schießt. Ihr verpasst jede Gelegenheit da draußen. Soll ich etwa das gesamte Team austauschen? Unser Plan geht soweit gut auf, aber nun wird es Zeit, Invincible United zu zeigen, dass sie den falschen Kanal gesehen haben. Bist du bereit, Junge? Shakes ist heute ganz schön gefordert. Und Dancing Rasta scheint einen neuen Tanzmove zu erfinden. Klare Anweisungen vom Kapitän der Super Strikers. Er hat seine Mannschaft gut im Griff. Er passt zu Twisting Tiger. Was war das? Deck ihn! Deck ihn! Adios! Aha! Wiedersehen, Shakes! Hallo, El Matador! El Matador! Völlig frei vor dem Tor! Nein! Was für ein Tor! Was tut ihr denn? Sie setzen ihn als Lockvogel ein! Deck ihn! Nein! Nein, nein! Ihn! Was ist das für eine Formation? Abwehr, Abwehr, bitte kommen! Dancing Rasta schießt! Der ist drin! Tor! Was für ein Schachzug! 2-0 für die Strikers! Shakes macht den Kopfball! Dancing Rasta greift an. Gibt ab an Twisting Tiger. Nein! Nein, 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 nein! Oh, wie peinlich für United. Bin bereit und warte, Kapitän. Lasst euch nicht reinlegen! Sie lenken euch von den anderen ab! Deckt sie! United hat Shakes anscheinend völlig vergessen. Das stimmt, Max. Sie sind den Super Strikers total ausgeliefert. Tor! Was für ein Treffer! Ihr habt gut gespielt. Wir hätten euch heute schlagen müssen. Wir kannten eure Taktik, wir kannten eure Zeichen. Ja, kanntet ihr. Am Kopfkratzen, am Kinnkratzen, die Schulter. Warte. Was meintest du mit Jep, die kanntet ihr? Du meinst, ihr wusstet nicht, dass wir wussten, dass ihr wusstet. Aber... woher? Oh, wir haben eure Kamerawanze gefunden. Also haben wir euch gezeigt, was ihr sehen wolltet. Wir unterbrachen euer Signal und spielten dann ein Video mit unseren alten Moves ein, während wir neue einstudiert haben. Wir haben euch reingelegt. Woher wusstet ihr von der Kamera? Ich glaube, ihr unterschätzt unsere Sicherheitsmaßnahmen. Wenn man zum Gewinnen betrügen muss, verliert man.
Coach, ich verspreche, ich werde nie wieder meine Sicherheitskarte verlieren. Das glaube ich dir. Jemand hat das Nakama-Credo nicht beachtet. Ja? Oh, nein. Und die erste Phase der Rache wird ausgetragen im Strikerland. Das wird cool, gegen dein altes Team anzutreten, oder, Tiger? Ja, die Nakama-Jungs sind Top-Spieler. Aber zuerst besiegen wir heute Kolossus. Du weißt viel über Nakama, oder? Ja, ich kann es kaum erwarten, Miko Chen zu sehen. Er ist einer meiner besten Freunde. Aha, aber du kannst uns ein paar Geheimnisse über Nakama erzählen, oder? Die Super Strikers gewinnen, indem sie das beste Team am Spieltag sind. Haha, das werden wir sein, Mann. Jetzt kämm dir weiter die Haare. Es ist Zeit zu spielen. 1, 2, 3, Super Strikers! Spieltag im Strikerland! Kolossus wird mit Punkten gehen wollen! Aber sie werden hart arbeiten müssen, um die Super Strikers heute zu Hause zu schlagen. Dancing Roster hat den Ball. Er sucht den Pass. Twisting Tiger! Immer eine gute Option! Mal sehen, ob ihr das aufhalten könnt. Ich habe noch nie gesehen, dass Twisting Tiger so leicht der Ball abgenommen wird. Komm schon, Tiger, zeig, was du drauf hast. Twisting Tiger sieht heute auf dem Feld verloren aus. Kolossus halten ihn bei jedem Schritt auf. Nicht gut. Der ist meiner! Toller Aufbau von den Männern in Rot! Twisting Tiger könnte das Spiel für die Super Strikers umdrehen. Er steckt immer voller Überraschungen. Was für ein Spielzug von Twisting Tiger! Trotzdem scheint er nicht komplett die Kontrolle zu haben. Könnte er den Druck spüren, nächste Woche gegen sein altes Team zu spielen? Das ist noch ein ganzes Spiel entfernt. Er muss herausfinden, wie er sich gegen diese Verteidigung anpassen kann. Die Zeit wird ziemlich knapp. Jetzt schießt den Ball hinten ins Netz. Roster passt zu Twisting Tiger. Hat er noch irgendwas übrig, das diese Verteidigung nicht aufhalten kann? Pass dich an, Tiger. Mach etwas, das sie nicht von dir erwarten. Twisting Tiger! Direkt durch die Verteidigung! Shakes geht rein und... Hallo! Wunderschönes Tor von Shakes beim Abpfiff! Die Super Strikers gewinnen! Hey, Twisting Tiger, mach dir keine Gedanken. Es war, als wüssten sie jeden meiner Spielzüge. Komm schon, wie soll das denn möglich sein? Hey, wenn du gegen Uragiri antrittst, bedanke dich für dieses Trainingsvideo von dir. Was? Nicht, dass es uns etwas geholfen hätte. So haben die Kolosse-Spieler dich angegriffen. Deine Training-DVD. Ich habe keine Training-DVD. Hä? Uragiri. Gesundheit? Nein. Uragiri. Mein alter Trainer. Er ist der Einzige, der so etwas tun würde. Aber wieso? Er glaubt, dass es eine Schande für einen Spieler ist, Nakama zu verlassen. Das ist seine Rache. Also, was bedeutet das für dein Spiel gegen sie? Ich weiß es nicht. Aber nichts Gutes.
Hey, wenn du an neuen Moves arbeiten willst, ich bin für dich da, Bro. Genau deshalb spiele ich für die Super Strikers. Nachrichten über den Sieg der Super Strikers gegen Colossus. Außer des letzten Passes hatte Twisting Tiger ein furchtbares Spiel. Phase 1 vollendet. Zeit für Phase 2. Ehre und Vertrauen! Ehre und Vertrauen! Wir wurden von einem unserer Spieler verraten. Hi-ja! Tut mir leid, Nico, aber meine Quellen sagen mir, unser alter Freund Twisting Tiger hat den Super Strikers von deiner Verletzung erzählt. Aber Twisting Tiger würde mich niemals verraten. Er hat uns alle verraten. Aber Meister, er ist wie ein Bruder für mich. Ja, aber wie weit könnte ein Mann gehen, um zu gewinnen? Nakama hat nun eine DVD von deinen Moves gemacht. Dann erzählst du uns jetzt deine Geheimnisse, oder? Nein. Die Nakama-Spieler sind gute Jungs. Ich werde sie nicht verraten, nur weil Uragiri eine DVD gemacht hat. Nakama kommt heute Abend an. Morgen nehmen wir an ihrer Pressekonferenz teil. Am Nachmittag spielen wir dann. Shakes? Ja? Kannst du länger mit mir hierbleiben? Absolut, na klar. Wenn du denkst, dass mich Colossus unter Druck gesetzt hat. Nakama muss jeden deiner Moves kennen, oder? Ich habe eine Sendung auf dem Tierweltkanal gesehen. Es ging um die Jagdmuster des Tigers. Das könnte funktionieren. Der Tiger umkreist seine Beute, stellt dir eine Falle und dann greift er an. Jetzt bin ich wirklich ein Tiger. Wow! Danke für deine Hilfe. Tiger? Hm? Woher hast du deinen Spitznamen? Als ich zu Nakama gekommen bin, haben wir gegen Colossus gespielt. Ich bin zurückgerannt, um eine gefährliche Flanke zu verhindern. Ein Teamkamerad und ich fallen zu Boden. Beide verletzt. Er hat sich den Fuß verletzt, ich hatte mir den Arm verletzt. Wir wurden wie Brüder. Viele Spiele lang musste ich meinen Arm bandagieren, weil es so wehgetan hat. Ich habe angefangen, mich zu drehen, um meinen Arm zu schützen. Die Verteidiger konnten nicht mithalten. Und bald wurde ich ein berühmter Spieler. Bitte sag niemandem, wieso ich das immer an den Handgelenken trage. Okay? Klar, ging es deinem Teamkameraden danach wieder gut? Ja, es geht ihm gut. Da bin ich froh. Wer war es? Lass uns weiterarbeiten, okay? Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen die disziplinierteste und talentierteste Mannschaft in der Super League. FC Nakama. Wow. Keine Sorge. Natürlich nicht. Leute! Wir freuen uns auf das kommende Spiel. Mögen die Besseren gewinnen. Schön, dich zu sehen, mein Freund. Obwohl wir Gegner sind, freue ich mich darauf, heute das Spielfeld mit dir zu teilen. Nico? Ich verstehe das nicht. Mein Team spricht nicht mit Verrätern, Twisting Tiger. Verräter? Wovon redest du da? Du hast den Super Strikers die größten Geheimnisse von Nakama erzählt. Das ist unverzeihlich.
Twisting Tiger würde sowas auf keinen Fall machen. Das weiß ich. Und du weißt es auch. Aber die Nakama-Typen wissen das nicht. Und jetzt wollen sie Rache. Mann, es könnte hässlich werden. Ich muss diese DVD finden und beweisen, dass Twisting Tiger cool ist und Uragiri ein Trottel ist. Oder? Aha. Detektiv Spencer, zu Ihren Diensten. Wo genau soll ich anfangen? Ich würde sagen, wo auch immer Kolossus abgehangen haben. Es ist Spieltag im Strikerland. Wir haben heute einen tollen Kampf zwischen zwei Super League-Schwergewichten. Schon in der Pressekonferenz konnte man die Anspannung in der Luft spüren. Ich glaube, das war nur ein kleines Ablenkungsmanöver, nichts Ernstes. Na, da bin ich mir nicht sicher, Mac. Die alten Teamkameraden scheinen nicht mehr miteinander zu sprechen. Habt ihr etwa vor, ein kleines Haus hier im Strikerland zu bauen? Und jetzt kommt der freundliche Teil des Spiels, bei dem sich Nakama traditionell vor ihren Gegnern verneigt. Was immer du sagst, Mac. Also, Mac, ich denke, man kann sicherlich sagen... Also das nenne ich Anspannung. Ich glaube, Twisting Tiger wird es nicht leicht haben, gegen seine alten Teamkameraden zu spielen. Was? Nakama versucht, den Super Strikers Mittelfeldspielern Druck zu machen. Trotz der Anspannung zwischen den beiden Teams bleibt Nakama fair. Miko-Chen hat Platz. Miko-Chen hängt die Verteidiger so schnell ab. Riskantes Manöver von Big Bo. Aber er kriegt ihn in die Finger. Und der Schuss fliegt hoch. Er schickt ihn über das Tor. Und der Punktestand bleibt im Moment bei 0:0. Wo sind Kolossus hin, als sie hier waren? Ha! Sie mussten etwas essen. Big Bo verschwendet keine Zeit, um in Richtung gegnerisches Tor zu stürmen. North Shore lässt sich Zeit, während die Spieler sich bereit machen. Twisting Tiger steht frei. Er kommt seinen alten Teamkameraden entgegen. Oh, das war knapp. Die Super Strikers bringen den Ball schnell in Richtung Tor. Unglaublich gut gerettet. Die Super Strikers hatten die Chance auf das 1:0. Obwohl sie aufgehalten wurden, ist Nakamas Trainer nicht allzu glücklich. Ich muss diese DVD finden, bevor Nakama Tiger die Hölle heiß macht. Das ist es. Ein guter Detektiv geht immer an den Tatort zurück. Strikerland. Ich muss dahin. Schnell. Okay, jetzt muss ich schnell dahin. Jetzt spielt Nakama, als wären sie einen Schritt hinter Twisting Tiger. Hey, ja. Twisting Tiger zeigt seinen alten Teamkameraden ein paar Moves. Schnappt ihn! Twisting Tiger ist zwischen zwei Verteidigern eingeklemmt. Und Twisting Tiger liegt am Boden des Haufens. Er sieht erschüttert aus, Mac. Da bin ich mir nicht sicher. Ob das eine unbeabsichtigte Kollision war? Wieso respektiert ihr Twisting Tiger nicht? Der ist doch euer Freund, oder nicht? Kein echter Freund würde den Super Strikers Nakamas Geheimnisse verraten. Keine Ehre, kein Vertrauen. Was? Ihr versteht das ganz falsch. Sieht aus, als hätte Nakama einen Sinneswandel gehabt. Sie sind Twisting Tiger heute wirklich hinterher. Ich stimme zu, Mac. Miko-Chen hat den Ball. Er macht sich bereit. Er schießt. Tor! Was für ein Kampf! Nakama trifft zuerst. Cool Joe schickt eine Flanke an Shakes.
Oh, Nakama macht es ihnen im Mittelfeld nicht leicht. Oder irgendwo sonst. Hier kommt Nakama mit der nächsten Chance. Mit einem Tor Rückstand haben die Super Strikers zur Halbzeit viel zu tun. Es wäre besser, wenn Twisting Tiger langsam mal aufdreht. Sonst könnte er ausgewechselt werden. Sie zerstören ihn auf dem Feld. Miko? Nakama spielt nicht mit Ehre. Nicht wie das Team, für das ich gespielt habe. Kannst du spielen? Dieser Uragiri, er hat den Spielern Dinge in den Kopf gesetzt. Er ist so verrückt. Sie spielen so verrückt. Mir geht's gut, Coach. Sie haben es wohl auf dich abgesehen. Wenn du nicht vorsichtig bist, kannst du beim nächsten Spiel vielleicht nicht spielen. Ich schaffe das. Ich bin bereit zu gewinnen, Coach. Die ich für meinen Job bringe. Hä? Aha! Liebe Kolossus, hier ist alles, was ihr über Twisting Tiger wissen müsst. Euer Uragiri. Cheeks! El Matador! Spencer! El Matador, los geht's. Du kommst mit mir. Hä? Also, das war's dann wohl. Richtig. Putzig, wie sie sich da im Kreis aufstellen. Spielt mit euren Herzen! Wir können gewinnen! Super Strikers! Nakama haben ihre Feldposition geöffnet. Das haben sie! Das sieht mehr wie das alte Nakama-Team aus. Sieht aus, als würde Miko-chan sich wirklich um seinen alten Freund Sorgen machen. Geht's dir gut, Bruder? Ja, mir geht es gut. Aber woher kommt der Sinneswandel? Den gab es niemals. El Matador hat Miko und Nakama geholfen, alles zu klären. El Matador? Hat was geklärt? Ich weiß nicht, worüber Sie da unten gesprochen haben, aber es sieht so aus, als würde dieses Spiel durch Können entschieden, nicht durch Gerangel. Wow! Unglaublich gut gerettet von Big Bo! Was für ein klasse Schuss von Miko-chan! Dieses Spiel ist ein Fest des Fußballs, Mac! Es sind nur noch 30 Sekunden übrig! Hat Tiger etwas, mit dem er seine alten Teamkameraden überraschen kann? Was ist das? Twisting Tiger! Also er dreht sich nicht! Sakuraba steckt fest! Im Auge des Tigersturms! Haben die Super Strikers den Ausgleich? Es sind wieder nur noch wenige Sekunden übrig. Wow, was für eine Art, das Spiel zu beenden. Und was für ein tolles Spiel das war. Es wird als unentschieden in die Bücher eingehen. Aber ich würde sagen, sie haben beide gewonnen. Tut mir leid, dass ich an dir gezweifelt habe. Wir wissen jetzt, dass du der Nakama-Tradition treu geblieben bist. Für die Strikers zu spielen hat nie bedeutet, die Vergangenheit nicht mehr zu ehren. Es ging mir dabei um einen Neuanfang. Ich habe den Tag gerettet, oder? Miko-chan, geh weg von diesem erbärmlichen Verräter!
Er hat keine Ehre und kein Vertrauen. Ehre und Vertrauen? Sprich mit mir nicht über Ehre und Vertrauen. Oder möchtest du vielleicht auch eine DVD über meine Moves machen, falls ich Nakama je verlasse? Das war doch nur ein Witz zwischen einem Trainer und seinem früheren Spieler. Ich habe nur versucht, ihn, dazu zu zwingen, neue Moves zu erfinden. Ja, neue Moves! Hey, was ist das? Völlig verrückt. Twisting Tiger, wieso kommst du nicht nach Hause zu Nakama? Ich bin zu Hause. Für Shakes. Die Super Strikers tanzen Hydra auf der Nase herum. Toller Pass! El Matador steht frei. Tor! Die Super Strikers zeigen, wieso sie wirklich einer der besten Clubs der Super League werden. Hey, Knuckles, weißt du was? Was? Du siehst genau wie dieser Big Bo im Fernsehen aus. Nein, wirklich? Sieh mal. Das sagen mir die Leute schon, seit ich Amateurfußball spiele. Du spielst Fußball? Gerettet von Big Bo. Können die Super Strikers die Anzeigetafel ganz für sich behalten? Wieder ohne Gegentor. Ich liebe es, wenn auf der Anzeigetafel der Gegner 0 steht. Knuckles, du solltest bei der Gefängniself mitmachen. Hä? Die können einen wie dich gebrauchen. Du hast ja Amateurfußball gespielt. Big Bo kommt nächsten Monat hierher, um das Team zu trainieren. Er wird richtig Spaß daran haben, dich zu treffen. Sein Zwilling. Wo kann ich mich anmelden? Willkommen, Big Bo. Danke, dass du hier bist. Ist mir eine Freude, Sir. Hi. Ich bin Big Bo. Hi. 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 Ich bin Big Bo. Schön, euch kennenzulernen. Er sieht genauso aus wie... Ich weiß! Er ist ein perfektes Ebenbild! Vielleicht habe ich endlich meinesgleichen gefunden. Okay, ich brauche einen Freiwilligen. Guter Schuss. Okay, Jungs, das ist genug Spaß für heute. Zellenzählung in 5 Minuten. Das ist genau das, was ich gebraucht habe, um für unsere Super League-Spiele gegen Saming United und FC Colossus Gas zu geben. Danke, Big Bo. Big Bo. Du rockst, Big Bo. Du bist ich liebe dich! Ich meine, ich liebe dich!
Mann? Ich kann nicht glauben, dass du das gesagt hast. Na komm schon, Knuckles. Hol dir jetzt dein Autogramm und beweg dich. Big Bo, kann ich kurz mit dir reden, bevor du gehst? Klar, aber es muss... Die Häftlinge haben den Workshop geliebt. Ich wette, die Typen wünschten, dass sie dein Leben hätten. Frei zu sein. Und eine Legende. Mr. Bo? Wie auch immer. Sobald dieses Auto anhält, bin ich ein freier Mann. Wir sind da, Mr. Bo. Wow. Willkommen zurück, Sir. Cool Joe hat angerufen. Es ging um eine Privatparty im Club heute Abend. Ihre Spielkleidung wurde gewaschen und ist bereit für das morgige Spiel. Und der 100-Zoll-Flatscreen wurde heute Morgen erfolgreich aufgebaut. Sie haben Satellitenfernsehen aus jedem Land der Welt, wie Sie es wünschten. Wenn Sie noch etwas brauchen, ich bin in meinem Quartier. Daran könnte ich mich gewöhnen. Hä? Was? Was ist passiert? Hallo, Knuckles. Was? Wer? Sei jetzt still da drin, Knuckles. Ich bin nicht Knuckles. Ich bin Big Bo. Ich hab gesagt, halt den Mund, Knuckles, oder ich komm jetzt da rein und stopf in dir. Wenn du dich so verrückt aufführst wie Knuckles, wird dir das nicht dabei helfen, rauszukommen. Spieltag im Strikerland! Legen wir los, Big Bo. Das ist komisch. Die Super Strikers sollten Saming United heute überlegen sein. Big Bo, wir haben ein Spiel zu gewinnen, Bro. Ich bin dabei, Alter. Die Super Strikers greifen sofort an. Seinen Club auf die Anzeigetafel. Und das nach weniger als 2 Spielminuten. Was macht Big Bo außerhalb des Strafraums? Er hat seine Position komplett verlassen. Oh, ich bin sicher, dass er weiß, was er tut. Er ist immerhin Big Bo. Eine tolle Verteidigung von North Shore! Alter, was war das? Die Super Strikers greifen wieder an! Tor! 2:0 für die Super Strikers! Lock und North arbeiten im Laufschritt. Big Bo ist definitiv nicht in Form. Einer gegen einen. Stürmer gegen Torwart. Tor! Saming steht auf der Anzeigetafel. Saming hat Big Bo damit komplett bloßgestellt. Direkt durch die Beine des Torhüters. Autsch! Das ist Big Bo noch nie passiert. Sorry. Heute keine weiße Weste, Big Bo. Yep. Ich meine, nein. Ich habe gestern Abend meine Wäsche gemacht. Was? Irgendwas stimmt hier nicht. Wir schalten zu Ben Z mit einem Bericht über den legendären Superstriker-Torwart Big Bo. Ben? Rob, Big Bos Form ist immer schlechter geworden. Heute war er einfach nicht derselbe Big Bo, den wir alle kennen. Vergesst diesen Typen. Trainieren wir. Was sagst du? Wenn Big Bo so spielt, werden die Super Strikers kein Problem sein für Colossus. Ich könnte euch eigentlich auch helfen zu trainieren, Leute.
Wir haben Knuckles auf unserer Seite. Knuckles? Ich bin nicht Knuckles. Beweis es ihnen, Big Bo. Wie soll ich es beweisen? Ich bin, wer ich bin. Schieß diesem Gefängniswärter den Hut runter. Sorry, Kumpel. Ich liebe die Super Strikers. Yeah, yeah. Wow, cool. Zeig uns, wie man so spielt wie du. Yeah. Wollt ihr wirklich lernen, wie man spielt, Leute? Ja, klar. Ich muss in Form bleiben, damit ich bereit bin, wenn ich hier rauskomme. Hier rauskommen? Auf keinen Fall. Knuckles hatte Glück. Achtung! Achtung! Gefängnis 11 wird nächste Woche bei einem echten Spiel im Stadion der Universität antreten. Viel Glück! Das Universitätsstadion ist in der Nähe von Strikerland. Hey, bereit, Big Bo? Natürlich bin ich das. Die Kolossus-Typen sind härter als die hier. Wir sind noch nicht ganz da, aber wir müssen das Beste aus dem machen, was wir haben. Wir haben die richtigen Zutaten. Ihr seid alle Super Strikers. Wir müssen der Welt zeigen, dass die. Er hört nicht mal zu. Das kann nicht sein. Irgendwas stimmt definitiv nicht. Macht euch bereit für unser bisher härtestes Super League-Spiel. Das Spiel der Super Strikers gegen Colossus ist nächstes Wochenende. Es ist zum gleichen Zeitpunkt wie unser Spiel. Big Bo auf der Bank? Was? Die Super Strikers werden verlieren. Wegen Knuckles. Wir müssen dir helfen zu entkommen. Also, dann haben wir eine Menge Arbeit vor uns. Heute ist Spieltag und die große Frage ist, schafft es der Auswechseltorwart der Super Strikers, Noah Murdock, dem Druck gegen den FC Colossus in der Startelf zu stehen, standzuhalten? Ich habe keine Ahnung, aber ich kenne einen besseren Keeper. Go Strikers! Dann hoffen wir doch einfach mal, dass Murdock nicht doch noch schnell das Weite sucht. Hier ist Ben Z, live aus dem Strikerland. Schade. Ich hatte mich darauf gefreut, gegen den neuen Big Bo zu treffen. Kein Zweifel. Murdock ist ein solider Torwart. Schade, dass es nicht so leicht wird, wie wir dachten. Also, wenn er zu gut spielt, dann müssen wir Big Bo einfach wieder aufs Spielfeld holen. Ich bin sicher, dass Coach dich irgendwann einwechselt. Wen interessiert das schon? Natürlich solange wir gewinnen, richtig? Also, Shakes, willst du heute nur rumstehen? Das ist kein guter Weg, um Tore zu schießen, Brother. Leute, ich glaube, das ist nicht Big Bo. Shakes, bist du verrückt? Ich sage es euch, irgendwas stimmt hier nicht. Shakes, ich stimme dir zu, Mann. Irgendwas stinkt hier so wie ein alter Käse. Wir können uns darüber jetzt aber keine Gedanken machen. Wir müssen ein Spiel gewinnen. Wenn wir ordentlich in Führung liegen, wechsle ich dich vielleicht ein. Wie auch immer. Sir. Du kannst in der Zwischenzeit deine Handschuhe ausziehen. Nein, ich halte mich bereit. Nur für den Fall. Zurück zu mir!
Wartet, wo ist Knuckles? Ich brauche Knuckles Position. Knuckles hat sich unerlaubt entfernt. Ich wiederhole, Knuckles ist geflüchtet. Wunderschön gerettet vom Reservekeeper der Super Strikers. Bisher macht der Ersatzmann Noah Murdock einen super Job. Zeit, Big Bo wieder zurück ins Spiel zu holen. Au! Murdock geht heftig zu Boden. Und es sieht nicht so aus, als würde er in nächster Zeit wieder aufstehen. Die Super Strikers werden ihren Torwart Nummer 1 einwechseln müssen. Hoffen wir mal, dass er besser ist als beim letzten Spiel. Für die Super Strikers. Sie legen 1:0 gegen Kolossos zurück. Und damit führen Kolossos jetzt mit 2:0. Die heutigen Anstrengungen der Super Strikers waren bisher umsonst. Hoffen wir mal, dass sie eine Lösung während der Pause finden. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. So werden wir nicht gewinnen können. Hey, Big Bo! Tolle erste Halbzeit, Mann. Was? Du machst das echt toll da draußen. Ich wusste es! Du bist nicht Big Bo! Hä? Du! Ich? Du? Nein. Ich bin ich. Big Bo, du hast es zurückgeschafft. Was ist passiert? Wer war... Warte, wo ist er hin? Keine Zeit, das zu erklären. Wie steht es? 2:0. Echt übel. Na dann, bringen wir das mal in Ordnung. Leute! Es ist so schön, wieder hier zu sein. Du warst ungefähr 2 Minuten weg. Leute, wir haben keine Zeit, es zu erklären und es klingt komisch, aber der andere Typ war ein Hochstapler. Das ist der echte Big Bo. Lasst uns auf die Anzeigetafel kommen. Auf 3. 1, 2, 3. Super Strikers! Irgendwas muss Big Bo während der Halbzeit so richtig aufgedeckt haben. Zum ersten Mal in diesem Spiel ist er unaufhaltbar. Und die Super Strikers sind wieder in Form. Tor! Und die Super Strikers stehen auf der Anzeigetafel. Big Bo hat sich damit nicht mal annähernd reinlegen lassen. Und der weite Abstoß eröffnet den Angriff der Super Strikers. Der Ball ist in der Luft. Shakes wird schneller. Tor! Die Super Strikers gleichen aus. Die ganze Anstrengung in der ersten Halbzeit hat sie in der zweiten Halbzeit langsamer gemacht. Die Super Strikers müssen nun alles geben, um ein Tor zu schießen. In der 88. Minute muss Big Bo dranbleiben, damit es ein Unentschieden bleibt. Unglaublich! Als hätte er sie darum gebeten, ihn anzugreifen. Das glaube ich nicht! Dancing Roster! Spiel den Ball zurück zu mir!
Schöner Schuss von Torwart der Super Strikers! Haha! Unglaublich, Mann! Es ist so toll, dich wiederzuhaben, Big Bo! Toll gemacht da draußen! Das ist alles dank eines anderen Teams, das mir dabei geholfen hat, mich daran zu erinnern, wer ich bin. Aber die Geschichte können wir uns für einen anderen Tag aufsparen. Ups, ich habe fast was vergessen. Hallo, Polizei? Ich glaube, ich weiß, wo Sie den Mann finden können, der heute Nachmittag beim Gefängnisfußballspiel geflohen ist. Mein Plan war perfekt! Wie konnte Big Bo so schnell ausbrechen? Was ist das? Ich weiß es nicht. Also gute Nacht, Mitbewohner. Es sind nur noch 10 Minuten zu spielen. Wir haben immer noch Gleichstand. Ja, El Matador. Yo! Ich stehe frei. Bruder, spiel den Ball an. Shakes und Cool Joe standen komplett frei. Sieht aus, als würde El Matador mit seinen eigenen Teamkameraden um den Ball kämpfen. Dieser Egoismus wird dem Team mehr als nur Tore kosten. Wir sind in der Nachspielzeit. El Matador! Hallo! Wer auch immer zuerst ein Tor schießt, wird die Punkte mit nach Hause nehmen. Oho, El Matador hat Shakes versprochen, ihn zur Party mitzunehmen. Aber er hat ihn nie abgeholt. Hey, Mann, du musst an das Team denken und nicht nur an dich. Ich denke nur daran, Tore zu schießen. Wieso bist du so gierig auf den Ball? Ich? Nein. Das könnte uns das Spiel kosten. Wenn El Matador kein Tor schießen kann, kann das auch keiner von euch. Du weißt, ich dass du nicht das alleine Spiel auf dem so, Platz wie ich bist, es am oder? Besten kann. Direkt durch die Stürmer. Hey, El Matador, pass auf! Das ist wie Ping-Pong und die Super Strikers sind das Netz. Kommen wir zur heutigen schwachen Leistung der Super Strikers, angeführt von El Matador. Hydra freuen sich auf mehr davon, wenn sie zum Spiel ins Strikerland kommen und hoffen, 3 Punkte mit nach Hause zu nehmen. Auf Punkte hoffen? So wie sie spielen? Du kannst darauf wetten, dass wir die Punkte mit nach Hause nehmen. Shakes! Hä? In mein Büro! Jetzt! Hey, wieso ist der sauer auf Shakes? El Matadors Dickkopf steht auch wirklich jedem von uns im Weg. So können wir einfach nicht gewinnen. Ich gebe nur mein Bestes. Alter, heute war dein Bestes nur Mist. Die ganze Offensive ist heute wegen deinem schlechten Spiel auseinandergefallen. Alter, ich spiele in keinem Team mit dir, wenn du meinen Job bei jedem Spiel schwieriger machst. Es gibt etwas, das Shakes und du machen sollt. Hä? Ihr reist ins Ausland, um euch mit einem Freund von mir zu treffen. Oh, Paris? Mailand? New York? Nein, Solinesia. Toll! Man vermasselt es und gewinnt eine Weltreise. Aber Coach, ich... Das ist keine Verhandlung. Sind wir schon da? Nein. Auf Punkte hoffen. So wie sie spielen. Du kannst darauf wetten, dass wir die Punkte mit nach Hause nehmen. Sind wir schon da? Nein. Was ist überhaupt so besonders an diesem Solinesia?
Was will Coach, dass ich da mache? Solinesia ist das Zuhause von Schindlern. Ah, jetzt ergibt das alles Sinn. Wir gehen nach Solinesia, um Coach Freund Schindlern zu treffen. Es liegt an dir, El Matador wieder auf Kurs zu bringen. Super Strikers, wir haben gehört, ihr seid berühmte Fußballer. Aber denkt dran, Fußball ist in Solinesia verboten. Bekommt keine komischen Ideen. Danke, Sir. Wir sind hierher gekommen, um... Vielen Dank nochmal, die Herren. Was? Und Coach sagte, dass Chinlon Fremden auch verboten ist. Ah, hier wohnen wir. Nein, wir leben unter den Einheimischen. Bist du verrückt? Kumpel, das stinkt. Nein, das hier stinkt. Sind wir schon da? Wow! Chinlon! Bist du Shakes? Oh, jetzt schon Autogramme. Ich bin Shakes. Und ich bin... Ich bin Ken. Ken? Folgt mir. Coach hat Ken gebeten, euch den Weg des Chinlon zu zeigen. Hä? Ching Chong? Chinlon. Das ist ein uraltes Ballspiel aus Solinesia. Die Spieler passen den Ball im Kreis herum und machen coole Moves, aber müssen den Ball in der Luft behalten. Oh, wir sind den ganzen Weg hierher gekommen, um ein Spiel mit einem kleinen Schilfball zu lernen? Es gibt nur drei Regeln des Chinlon. Das ist alles. Wenn ihr die Regeln meistert, werden die Super Strikers ein besseres Team. Ich versuche dich nicht zu sehr fertig zu machen, Shakes. Ah, Chinlon, das ist kein Wettkampf. Das Team misst sich nur mit sich selbst. Für bessere Moves und langer Spielzeit. Ich bin gut. Ich mach tolle Moves. Ich spiele für immer allein. Coach sagt, dass du ihm hilfst? Weißt du, das Spiel sieht sehr schwierig aus. Vielleicht sollten wir gehen, bevor wir uns bloßstellen. Ha! Bist du verrückt? Es ist vielleicht schwierig für dich, aber nicht für mich. Regel 1. Seid bereit! Der Ball kann jederzeit zu euch kommen. Mir wurde langweilig. Hier kommt er. Ja, ja, Shakes. Ich konzentriere mich jetzt. Schon okay. Regel 2. Kommuniziert. Sendet eine Nachricht über Pässe. Ich habe deinen Pass gelesen und die Nachricht war, schieß ein Tor!
Coach sagte mir, dass es schlimm sei. Aber es ist noch schlimmer, als ich dachte. Wem sagen Sie das? Aha! Ihr spielt Chinlon! Wir haben euch gesagt, kein Chinlon für Fremde. Wir haben euch gewarnt und jetzt verschwindet nach Hause. Warten Sie! Wie lautet die dritte Regel? Was ist denn das? Alles viel zu leicht. Also, die Reise lief nicht wie geplant. Die Behörden haben uns gezwungen zu gehen, bevor wir alles lernen konnten. Unser Spiel gegen Hydra ist morgen und El Matador hat seine Teamkameraden gegen sich aufgehetzt. Er wird sie zurückgewinnen. Um die ganze Welt fliegen in ein komisches Land, um Fußball zu spielen ohne Tore und dann von der Polizei rausgeworfen zu... Ich hoffe, du kannst ihm helfen, herauszufinden, wie das geht. Wenn nicht, sitzt er auf der Bank. Hä? Ich weiß, dass Chinlon mir helfen kann. Ich weiß nur nicht, wie. Denk einfach an das, was der Mönch uns erzählt hat. Wir können es nicht ohne den Mönch schaffen. Wieso schnappt sich heute jeder meine Tasche? Erst der Mönch, jetzt du. El Matador, Kin hat die Schriftrollen in deine Tasche gelegt. Oh. Komm schon, holen wir die Jungs. Ihr habt uns also was mitgebracht, ja? Reib es uns noch mehr unter die Nase. Wir wissen, dass ihr einen krass schicken Urlaub hattet. Wir sind nach Solenesia, um das hier zu lernen. Drei Schriftrollen, drei Regeln des Chinlons. Wow! Alter, krass! Das sind die originalen Zeichnungen der Chinlon-Mönche. Wir bringen es euch bei. Bei der ersten Regel geht es darum, bereit zu sein. Der Ball kann jeden Moment auf einen zukommen. Das hat uns ein echter Mönch gelehrt. Ich werde euch helfen, es zu lernen. Regel Nummer 2 besagt, sendet eine Nachricht in eurem Pass. Sollen wir etwa was auf den Ball schreiben? Macht deutlich, wo der Ball landen soll. Also nichts auf den Ball schreiben, oder wie jetzt? Nichts auf den Ball schreiben! Na, ist ja gut. Und jetzt meine Lieblingsregel, Regel 3. Man hat nur eine Berührung, also gebt alles. Die Idee dahinter ist, richtig gut zu werden und dann coolere Moves zu machen. Hm. Jetzt wandern. Wie hast du das gemacht? Das war so cool. Toller Move, Shakes. Du siehst aus wie ein Breakdancer. Seht ihr das? Das passiert, wenn jeder von uns dasselbe denkt. Leute, es ist alles cool, wenn wir hier Chinlon einsetzen. Aber El Matador ist total anders vor den Fans. Du sagst es. Spieltag in Strikerland! Hier gibt es einen ziemlichen Wirbel um das Spiel gegen Hydra. Noch wichtiger ist, dass es viele Fragen über die Torschützen der Super Strikers gibt. Hoffen wir, dass sie sich für das heutige Spiel etwas besser organisiert haben. Wenn nicht, wird Hydra den Sieg davontragen. Es hat sich herausgestellt, dass die Reise sehr viel geholfen hat, Coach. El Matador war ein Chinlon-Profi beim Training. Hoffen wir es. Abwarten und sehen. Wenn er heute nicht liefert, kommt er auf die Bank.
für eine lange, lange Zeit. El Matador, hallo. Wach auf, Kumpel. Ich will, dass du zusiehst, wie wir euch fertig machen. Ich muss ein Tor schießen, um in diesem Team zu bleiben und meine Fans glücklich zu machen. Bist du bereit, das auf dem Chinlon-Weg zu machen, mein Freund? Das ist Fußball-Shakes, nicht Chinlon. Man muss hart und schnell spielen. Ich brauche viel Ballkontakt, um Coach zu zeigen, dass ich immer noch der Typ bin, der für die Super Strikers Tore schießt. Oh nein! Das wird Coach sicher gefallen. Sieht so aus, als hätte El Matador seit dem letzten Spiel nichts dazugelernt. Die Verteidigung der Super Strikers wird viel zu tun haben, wenn das so weitergeht. Alter, vergiss unsere Chinlon-Taktik nicht, nur weil jetzt die Fans so durchdrehen. Bitte beweise uns, dass wir falsch liegen, Bruder. El Matador läuft genau auf den gegnerischen Strafraum zu. Der ging komplett daneben. Was hat er sich dabei gedacht? Zusammenspielt, muss man denken, dass die ganze Maschinerie auseinanderfällt, wenn ein Element rostig wird. Kapitän Strong will den Ball haben. Tor für Hydra! Die Super Strikers zeigen nicht viel Teamarbeit auf dem Platz. Und es steht 1:0 für Hydra. Aber ich habe das Gefühl, dass die Super Strikers höher verlieren werden. Sieht aus, als hätte ein Hydra-Spieler sich verletzt. El Matador, wieso schießt du jedes Mal drauf los, wenn du den Ball hast? Tore zu schießen macht mich so wertvoll für diese Mannschaft. Nein, ein Mannschaftsspiel zu spielen macht dich so gut für diese Mannschaft. Vergiss nicht, was wir gelernt haben. Tut mir leid. Seht mal, es ist noch nicht vorbei, aber wir müssen uns gegenseitig helfen. Sind wir eine Mannschaft oder nicht? Super Strikers auf drei! 1, 2, 3, Super Strikers! Sag mir einfach, was El Matador machen soll. Shakes bringt dir etwas ins Rollen. Ja, sieht aus, als würde er eine Spezialformation beginnen. Pass bloß gut auf. Der Ball kann jederzeit zu dir kommen. Schicke eine Nachricht mit deinem Pass. Man darf ihn einmal berühren, also gib alles. El Matador! Die Super Strikers gleichen aus! Das Publikum dreht vollkommen durch! Aber die Super Strikers sind noch nicht fertig! In einen souveränen Sieg verwandelt. Es tut mir wirklich leid, Coach. Ich habe kein Tor geschossen.
Wir haben als Team gespielt und gewonnen. Das ist alles, was zählt. Bin ich immer noch ein Superstriker? Natürlich bist du das. Shakes, sag uns doch, wo kam diese unglaubliche kreisförmige Formation her? Solenesia. Was? Das war natürlich die Idee vom Coach. Von wem sonst? Also da habt ihr es. Gehen wir zurück ins Studio. Solenesia. Ah, Chinlon. Eine Sache müssen wir noch erledigen. Wo gehen wir hin, Shakes? Unserem Mann in Solenesia etwas zurückgeben. Wir sehen Ken wieder? Er heißt Ken. Ken? Ja, klar. Wieso? Können wir diesmal bitte kein Chinlon spielen, Shakes? Klar.